Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Normalerweise backen oder kochen wir am Dienstag immer eine Kleinigkeit, aber ich habe auf dem Markt diesen schönen Rhabarber bekommen. Leider ist er nicht aus dem eigenen Garten, denn dafür ist es noch zu früh. Der Rhabarber ist übrigens ein Stängelgemüse und kein Obst, aber trotzdem sind die Kuchen mit ihm so lecker. Wir backen heute einen tollen Rhabarberkuchen und weil der innen grün ist, geben wir noch ein paar rote Erdbeeren dazu. Wir bereiten einen Mürbeteig zu, darauf kommt eine Puddingcreme. Diese belegen wir mit Erdbeeren und Rhabarber und zum Schluss kommen noch ein paar Streusel oben drauf. Also frisch ans Werk, doch zuvor abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins meiner nächsten Videos verpasst. Hier sind die Zutaten für den Mürbeteig. 130 Gramm Butter, 70 Gramm Zucker, 250 Gramm Mehl, 8 Gramm Backpulver, und ein Ei. Das Schöne am Mürbeteig ist, dass alle Zutaten zusammen in die Schüssel kommen und dann muss man sie nur verkneten. So, Knethaken ran und dann geht's los. Der Teig ist fertig und kann auch gleich in unsere 26er Springform. Den habe ich auch schon vorbereitet. Ich habe ein Backpapier auf den Boden gelegt, den Rand eingefettet und mit Mehl bestäubt. Von dem Teig nehme ich mir jetzt ein bisschen raus und forme daraus einen etwa 3 cm hohen Rand. Damit der Boden beim Backen gleichmäßig aufgeht, steche ich ihn noch mit der Gabel ein. Der Boden kommt jetzt etwa eine halbe Stunde in den Kühlschrank. In dieser Zeit bereiten wir schon einmal den Rhabarber, die Erdbeeren und die Puddingcreme zu. Ich fange mit den Erdbeeren an. Gewaschen habe ich sie schon. Jetzt entferne ich die Blätter und dann werden sie klein geschnitten. Danach verrühre ich sie noch mit einem Esslöffel Zucker. Als nächstes ist der Rhabarber dran. Ich schneide das Ende ab und den Blattansatz und dann in 1 bis 2 cm große Stücke. Beim Rhabarber kommen 2 Esslöffel Zucker dazu. Den Rhabarber und die Erdbeeren stellen wir jetzt beiseite und dann bereiten wir die Puddingcreme zu. Für unsere Puddingcreme brauchen wir 600 ml Milch, 60 Gramm Zucker und 2 Päckchen Vanillepuddingpulver. Als erstes kochen wir etwa 500 ml Milch mit dem Zucker auf. In der restlichen Milch verrühren wir das Puddingpulver, geben es zur heißen Milch und lassen dann alles andicken. In dem heißen Pudding verrühren wir auch gleich 100 Gramm Schmand. Und dann machen wir mit den Streuseln weiter. Dafür brauchen wir 50 Gramm Butter, 50 Gramm braunen Zucker, 100 Gramm Mehl, 20 Gramm gemahlene Mandeln und 20 Gramm gehackte Mandeln. Bevor wir mit den Streuseln loslegen, rühren wir einmal den Pudding um, damit sich keine Haut bildet. Nachdem nun auch die Streusel fertig sind, können wir den Kuchen fertigstellen. Die Erdbeeren und den Rhabarber habe ich schon einmal abtropfen lassen. Als erstes gebe ich die Puddingcreme auf den Boden. Als nächstes verteilen wir den Rhabarber und die Erdbeeren auf den Pudding. Zum Schluss kommen die Streusel drauf.
Den Kuchen backen wir nun etwa 45 bis 50 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Ofen. Der Kuchen ist fertig gebacken und abgekühlt und bevor wir ihn anschneiden, bestäuben wir ihn noch mit Puderzucker. Dann lasst uns mal ein schönes Stückchen rausschneiden. Das ist mein Rhabarber-Erdbeerkuchen mit Puddingcreme. Ein schneller Frühlingskuchen für eure nächste Kaffeetafel. Das Rezept findet ihr wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!